Tottenham Hotspur hat auf der Suche nach einem Ersatzstürmer für Harry Kane dessen Landsmann Daniel Sturridge ins Visier gefasst. Der Angreifer des FC Liverpool wird zum Ende der Saison vertragslos und könnte dann eine neue Herausforderung suchen. Die Spurs würden mit dem kostenlosen Transfer eine qualitativ hochwertige Lösung eintüten. Quelle: Mirror, 12. Februar 2019. Neymar hat Hazard-Wechsel zu Real in der Hand. Entscheidet sich PSG-Star Neymar für einen Wechsel zu Real Madrid, dann wird ein Transfer Eden Hazards nach Madrid nichts werden. Real-Boss Florentino Pérez ist bekannt dafür, dass er eine Verpflichtung des Brasilianers priorisieren würde. Beide Stars gleichzeitig ins Bernabeu zu lotsen, ist für Real indes keine Option. Quelle: Don Ballon, 12. Februar 2019. SARI Zukunft. Entscheidet sich in zwei Wochen, wie es mit Trainer Maurizio Sarri beim FC Chelsea weitergeht, wird sich in den nächsten zwei Wochen entscheiden. Sarri steht in der Europa League unter Erfolgszwang und soll Chelsea dadurch zur Königsklassenqualifikation führen. Gelingt das nicht, ist ein verfrühtes Ende der Zusammenarbeit durchaus denkbar. Quelle: Telegraph, 12. Februar 2019. Barca liegt im Rennen um IHATTAIN vorne. Der FC Barcelona will erneut in der Eredivisie einkaufen und hat dabei gute Chancen auf einen Transfer von PSV-Youngster Mohamed Ihattaren. Der 17-Jährige gilt in den Niederlanden als eines der größten Talente seit Arjen Robben. Neben Barca haben auch der FC Bayern, Juve, Chelsea und Monaco ein Auge auf das Juwel geworfen. Quelle: Don Ballon, 12. Februar 2019. Solskjaer bleibt United-Trainer. Nach seinem hervorragenden Start als Interimscoach soll Ole Gunnar Solskjaer auch über das Saisonende hinaus Trainer von Manchester United bleiben. Die Verantwortlichen der Red Devils entscheiden sich daher gegen eine mögliche Verpflichtung von Spurs-Coach Maurizio Pochettino und schenken weiterhin Solskjaer das Vertrauen. Quelle: The Sun, 11. Februar 2019. Juve hat im Rennen um De Ligt die Nase vorne. Juventus Turin hat aktuell die besten Karten auf die Verpflichtung von Ajax-Juwel Matthijs de Ligt. Vor allem Barca und Manchester City sind auch an dem jungen Innenverteidiger dran. Juves gute Beziehung zu De Ligt Berater Mino Raiola könnte aber zum Faustpfand für die Italiener werden. Quelle: Calcio Mercato, 11. Februar 2019. Isco oder James als DYBALA-Ersatz. Bei einem Abschied von Paulo Dybala wird sich Juventus im Sommer um Isco oder James Rodriguez als Ersatz bemühen. Insbesondere Real Madrid war in den letzten Wochen vermehrt Interesse nachgesagt worden und Juventus ist bereit, den 25-Jährigen ziehen zu lassen, sofern ein Nachfolger für ihn gefunden wird. Quelle: Tuttosport, 10. Februar 2019. Chelsea will Cassie in Bakayoko Deal einbauen, um Timao Bakayoko nach dem Ende seiner Leihe an den AC Mailand abzugeben, möchte Chelsea im Gegenzug Frank Cassie haben. Da die Rossoneri für Bakayoko eine Kaufoption besitzen und zudem Cassie nach dem Ende seiner zweijährigen Leihe von Atalanta kaufen müssen, macht sich Chelsea nun Hoffnungen, den 22-Jährigen nach London lotsen zu können. Quelle: Daily Star, 10. Februar 2019. Sesegnonim Visier von Manchester United. Manchester United ist bereit, für Fulham-Talent Ryan Sessegnon eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro zu zahlen. Der 18-Jährige steht in London nur noch bis 2020 unter Vertrag und ist derzeit abgeneigt, zu verlängern. Das hat Manchester United auf den Plan gerufen, das nun ein Angebot am Ende der Saison in Erwägung zieht. Quelle: Daily Express, 10. Februar 2019. Chelsea und Man United buhlen um Coutinho. Sowohl der FC Chelsea als auch Manchester United sind an einer Verpflichtung von Barcelonas Philippe Coutinho interessiert. Der amtierende spanische Meister zeigt sich in Bezug auf einen möglichen Wechsel des Brasilianers gesprächsbereit.
Quelle, Marca, 9. Februar 2019 Bayern Favorit auf Pepe-Transfer. Der FC Bayern München hat derzeit die besten Karten im Poker um Lille-Angreifer Nicolas Pepe. Neben dem deutschen Rekordmeister sind auch Manchester City, Barcelona und Arsenal an dem umworbenen Flügelspieler, der bereits 16 Tore in der Liga einer erzielt hat, interessiert. Quelle, Le 10 Sport, 9. Februar 2019 Arsenal und Atletico Angrimaldo dran. Der FC Arsenal sowie Atletico Madrid sind um die Dienste von Benfica Lissabons Alejandro Grimaldo bemüht. Der in der Barcelona Akademie ausgebildete Linksverteidiger zählt mittlerweile zum Stammpersonal bei Benfica und war in dieser Saison bereits an 10 Toren direkt beteiligt. Quelle, Mundo Deportivo, 9. Februar 2019.